Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hanfmagazin Produktvideo mit mir und heute wird's interstellar. Wie unschwer zu erkennen ist, bin ich draußen und egal wo ich bin, überall habe ich gern eine kleine Portion CBD bei mir und da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden oder Möglichkeiten, wie man das für sich unterwegs immer griffbereit haben kann. Wenn ich irgendwo mobil unterwegs bin, dann mag ich es einfach nicht besonders gerne, CBD in irgendwelchen flüssigen Formen mit mir rumzutragen und deswegen probiere ich eigentlich auch immer gern irgendwelche anderen Möglichkeiten und Einnahmeformen für Cannabidiol aus. Heute teste ich aus diesem Grund von Princess Stardust die Relax CBD Softgums. Das sind kleine Softgummis, die man überall griffbereit hat und die man sich jederzeit unterwegs einfach mal geben kann. Neben Cannabidiol enthält die Rezeptur noch einige andere wertvolle Inhaltsstoffe. Dazu gehören Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B6 und B12. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur drüber sprechen, sondern wollen uns diese Princess Stardust Softgummis auch mal ein bisschen näher anschauen. Oho, ein Beipackzettel. Auf dem beiliegenden Zettel haben wir so ein bisschen Erklärung über Anwendung, den Inhaltsstoff CBD und die Wirkung der Softgummis und das einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch für den, der sich das einmal durchlesen möchte. Und schließlich haben wir dann noch die Softgummis selbst. Ja. Die sehen ganz interessant aus, hier ein bisschen so orange Farbe. Das passt dazu, dass es Grapefruit-Geschmack ist, also ein Grapefruit-Aroma, was diese Softgummis hier haben. Und jetzt will ich natürlich auch noch so ein Teil probieren. Also mache ich das hier mal auf und drücke mir einen Softgummi in die Hand. Ja, so sieht das gute Teil aus. Schön fruchtig. Der Geschmack ist eher angenehm leicht, nicht besonders aufdringlich. Die Kerbe von Hanf und Grapefruit kommt ganz langsam so durch. Schön fruchtig. Jetzt soll ich das Softgummi natürlich so lang wie möglich im Mund behalten. Ist jetzt für das in die Kamera sprechen so ein bisschen suboptimal, aber passt schon. 20 Milligramm CBD enthält ein solcher Softgummi und je länger man das im Mund behält, desto mehr hat man auch davon, da über die Mundschleimhäute das CBD besser absorbiert werden kann, als wenn ich es runterschlucke. Das Angebot der Princess Stardust Softgums umfasst drei unterschiedliche Sorten. Wir haben einmal die Sorte Relax, die ich jetzt gerade probiere, mit dem Grapefruit-Aroma, mit CBD und den ganzen Vitaminen drin. Dann haben wir noch die Sorte Princess Stardust Sleep zum Schlafen mit Melatonin drin und einem leichten Pfefferminz. Geschmack passt natürlich, wenn man sich die Zähne vorm Schlafengehen schon geputzt hat. Und zu guter Letzt gibt es dann noch Princess Stardust Energy Softgums. Die haben eine Ananas-Ingwer-Geschmacksnote und enthalten Koffein für den Wachkick am Tag und in jeder Situation, wo man ein bisschen mehr Power braucht. So hat man quasi für jeden Moment des Tages ein eigenes Softgummi, mit dem man die Situation begleiten kann. Mir schmecken die Softgummis Relax von Princess Stardust auf jeden Fall sehr gut. Ich werde die anderen zwei Sorten auch noch
testen und hoffe natürlich auch, dass ich vielleicht euren Appetit auf die Softgummis von Princess Stardust ein bisschen anregen konnte. Und falls ihr die schon kennt, falls ihr vor allen Dingen auch die anderen zwei Sorten schon ausprobiert habt, schreibt es doch einfach hier in die Kommentare. Und dann hoffe ich natürlich, es war interessant für euch. Ich konnte euch wieder was Spannendes Neues zeigen und wir sehen uns beim nächsten Hanfmagazin Produktvideo wieder. Bleibt gesund und bis bald.